Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist David Sakar und dies sind die Themen für Mittwoch, den 10. August. Ein Bungalow an der Straße im Grund in Marktlohe ist am Dienstagnachmittag komplett ausgebrannt. Rund 70 Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf die dicht angrenzenden Nachbargebäude. Der 70 Jahre alte Bewohner kam mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Oberstaatsanwalt Frank Lange aus Bücken ermittelt von Verden aus besonders schwere Fälle von Kriminalität im Internet. Es geht um Drogenhandel oder Zugangsdatenklau im großen Stil. Solche Geschäfte werden oft im sagenumwobenen Darknet abgewickelt, in dem auch Terroristen an ihre Waffen kommen. Im Gespräch mit der Hake gibt Lange einen Einblick in seinen Job und die dunklen Seiten des Internets. Die Motorsportgemeinschaft Hannover will auf einer 9 Hektar großen Fläche an der Hinne-Sandkohle zwischen Stöckze, Wenden und Linzburg ein Motocross-Trainingsgelände für geländetaugliche Motorräder einrichten. Der Verein sucht seit 5 Jahren eine Trainingsstrecke in Norddeutschland. Zurzeit müssen die rund 230 Mitglieder weite Wege zu öffentlichen Trainingsstrecken zurücklegen. Zum Sport. Heinrich Dannenberg kann sich noch genau erinnern. Nach dem Turnier 2015 haben wir gesagt, wir wollen wachsen, erzählt der Vorsitzende des RFV Rodewald. Und den Sprung haben wir erfolgreich geschafft. Das belegen die Zahlen. Am vergangenen Wochenende schossen die Nennungszahlen quasi durch die Decke. Die Themen in der Fußballszene. Das hitzige Kreisligaspiel zwischen Eistrup und Inter Comarta, Kartenflut am zweiten Kreisligaspieltag und Neuzugänge für den TuS Steierberg. Tränen der Enttäuschung flossen in Strömen, als Xenia Krebs bei den deutschen Meisterschaften im Rennen über 3000 Meter bereits nach gut einem Drittel der Distanz ihren Einsatz beenden musste. Sie trat auf die Bahnumrandung, knickte um und musste aufgeben. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Ausgabe von Donnerstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.